Hey, ich bin Schaui. Willkommen zurück zu Days Gone aus dem Militärcamp. Begib dich zur Lost Cabin Mine. Genau, das ist jetzt der Auftrag für die Hauptstory. Den wollen wir jetzt machen. Hey, Sarge. Habe ich noch genug Munition? Ich glaube schon. Wir fahren jetzt einfach mal dahin. Wir sind in einer komplett neuen Gegend. Wisst ihr ja noch, wahrscheinlich. Moment, wir müssen öffne das Tor. Noch ziemlich viel hier erkunden. Aber wir machen jetzt trotzdem erstmal so ein bisschen Hauptstory. Ich glaube, dadurch erkundet man auch sehr gut den Weg. Hier irgendwo soll es einen Baum geben, sehe ich gerade. Ach da. Ich sehe ihn. Ich weiß gar nicht, ob wir davon noch was brauchen. Ja, brauchen wir. Wer ballert denn hier? Ach, die verteidigen den Turm oder was? Egal, ist mir egal. Wir müssen zur Mine. Ich habe mich da schon ein bisschen verfahren. Wir müssen jetzt, glaube ich, da. Mal sehen. Theoretisch müssten wir die Gegend kennen. Da ist ein Police-Auto. Schrott können wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich glaube, Munition, falls wir welche brauchen, holen wir uns die hier auch noch. Es geht nichts über Schrott. Okay. Jetzt haben wir insgesamt 8. Sogar Benzinkanister da. Ist ja. Die Weihnachten und Ostern. Okay, wir sind voll, was das angeht. Ich weiß nicht, warum wir Erfahrungspunkte gekriegt haben. Aber ich beschwere mich nicht. Jetzt steil runter. Warum sind wir denn so einen komischen Weg gefahren? Hätte es sich auch einen anderen Weg gegeben hier? Es sieht ja schon wieder nach Horden aus hier, ne? Lieutenant Weaver, sind Sie da? Ich bin bei der Mine. Gut, gut. Okay, Mann. Sieh dich da mal um. Im Bericht stand was von Erz-Testkits. So eines wirst du brauchen. Ein Erz-Testkit. Verstanden. Zinnober ist rötlich, funkelt aber nicht. Es hat einen matten Glanz. Schwer zu übersehen. Teste das Erz. Der Reinheitsgrad muss mindestens 60% betragen. Verstanden. Testkit. Wo zum Teufel soll ich hier ein Erz-Testkit finden? Gucken wir mal da unten. Einer der Hütten. Hier drin ist nichts. Da kann ich was draus machen. Okay. Aber auch kein Testkit. Hier gibt es zumindest auch nochmal Benzin. Wäre schön, wenn Benzin irgendwie auch auf der Karte irgendwie vermerkt wäre, wenn wir sowas gefunden hätten. Ach, guck mal da. Da müssen wir irgendwie hin. Kommen wir da irgendwie rein. Was Dach? Ja, Mai. Das sieht doch danach aus hier. Na, also, ein Erz-Testkit. Ja. Und betrete die Mine. Hier scheinen wir ja ziemlich sicher zu sein. Guck mal, hier gibt's Benzin, hier gibt's zweimal Munition. Das macht mir mal so ein bisschen Sorgen. So, ich habe gerade noch mal eben ein Medipack genommen. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch ein paar von herstellen. Gut. Hier mache ich auch noch mal voll, nur zur Sicherheit. Da sind wir voll. Traktoren sind wir voll. Armbrust sind wir voll. Alles klar, hier gibt es noch was Brennbares. Ansonsten war es alles da drin. Wie kommt man denn noch hier raus? Nur über die Hütte? Ah, hier hinten kann man auch, ja. Okay, dann schieben wir mal das Ding zur Seite, ne? Oh, da können wir noch lesen. Warum auch immer jemand dieses Auto hier platziert hat, ne? Das ist interessant.
Lost Cabin Main, die Goldmine. Okay, dann mal los, ne? In der Mine brennt noch Licht. Nimm Zinnober an dich. Okay, wie sieht's denn hier aus? Da müssen wir nochmal reparieren. Wir müssen ja bereit für alles sein, ne? Man weiß ja nie, was hier unten so drin ist. Okay, okay. Wie war das? Rötlich, matter Glanz. Zinnober. Ja. Okay, gut. Lass den Scheiß vor der Tür. Betritt den Minenschacht. Ernsthaft. Ah, okay, komm. Noch mehr Leute. Okay. Ist hier etwa eine Horde? Jo, könnte ein Generator sein, hä? Da sitzen zumindest welche. Mehr Zinnober. Sehr gut. Gut. Ach, das ist ein Nest. Das ist ein fucking Nest. Ja, oh, war schon wieder das Falsche hier. Das war der Letzte. Also, mal sehen, ob die Pumpe läuft. Da kommt er. Kein Spiegel. Generator hat keinen Spiegel. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Okay, dann gucken wir mal. Okay, hier kann man hoch. Gucken wir uns erstmal ein bisschen hier in der Mine um. Eine Pumpe. Sie hatten wohl schon damals Probleme mit Überflutungen. Ich muss ihn nur, tja, anschalten. Ach so, damit wir in den Teil der Mine kommen. Dann müssen wir wahrscheinlich da die Leiter hoch, die ich gesehen habe. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr was? Hallo, da will ich hoch. Muss doch irgendwo Benzin sein, oder? Hier kommen wir noch durch. Okay, wir sind beim Generator. Müssen wir vielleicht raus? Können wir raus? Was ist denn hier? Ah. Können wir noch mehr Zinnober holen? Ach so. Und Test. Yes, das geht. Reicht nicht. Ich brauche mehr Erz. 2 von 6. Okay, vielleicht lag hier nicht noch Benzin rum? Müsste doch eigentlich angezeigt. Da, guck mal. Benzin. Was für ein Zufall. Oh, dann mal los. Immer wieder dasselbe Spielsprinzip. Das war's. Ach du Leises. Blindiland, ey. Okay.
shit. Oh, das ist nicht gut. Ja, jetzt sind wir geschafft. Gute Nacht. War's das? Ja, sehr schön. Das Wasser sinkt. Ich muss dieses blöde Erz sammeln und dann mache ich, dass ich hier wegkomme. Hier rennen so einige rum, wa? Hauen wir hier mal den Schalldämpfer drauf. Okay, dann mal los. Hier links ist safe, wie es scheint. Was haben wir hier? Also, zieh nochmal. Sind wir da nicht? Häng ich fest? Ah, da hinten ist noch einer. Machen wir hier erstmal sauber, ha? Huh? Der letzte? Ich glaube schon. Also, Zinnober. Und jetzt muss ich das testen. Okay. Hm, schon fast genug. Schau dir Erzsammler hier. Schon fast genug. Okay. Ah, sie sind aber immer noch nicht ganz durch. Noch sind wir nicht ganz durch. Oh, hier ist eine Kurbel. Guck mal. Hier nicht noch irgendwo was? Okay, mal sehen, wie rein es ist. Komm schon. Ja, das reicht. Okay, okay. Ich brauche noch ein oder zwei Proben. Zwei. In der Aufgabe steht zwei. Was haben wir hier? Okay, Dose und eine Flasche. Na, also. So, hier nicht weiter. Oh, doch hier. Gut, das geht. Na los, Erz, zeig mir, wie rein du bist. Nur noch eine. Okay. Ich schmeiß mir nochmal hier so einen Verband rein. Alles klar. Ich glaube, hier war eine. Hier war irgendwo ein Aufzug, habe ich gerade gesehen. In der Hand. Handkurbel. Hier. Ich brauche noch mehr Erz. Ein Aufzugsschacht. Oh, verdammt. Wo der wohl hinführt? Nach oben, würde ich sagen. Finden wir es raus. Okay, ich brauche mehr Erz. Hier? Da hinten? Oh. Nee. Oh, hallo. Das brauchst du ja nicht mehr, ne? Also hier, doch, ich würde jetzt sagen, wir müssen hochfahren, oder? Hier gibt es doch jetzt kein Erz mehr, oder? Fahren wir mal hoch. Oder da hinten links. Hier gibt es noch was. Nee, wir müssen hochfahren. Hier gibt's sonst nichts mehr. Ich brauche mehr Zinnober. Oh, wo soll das denn sein? Ich brauche noch mehr Erz.
Wer im Eingang oder was? Habe ich es verpasst? Vielleicht doch oben irgendwo. Hier links. Ach, hier. Ah, okay. Yes, das geht. Na los, Erz. Zeig mir, wie rein du bist. Entkomme aus der Mine. Na also. Ich hoffe, das geht. Ja? Was ist da oben? Noch ein Tunnel. Der wurde wohl schon vor langer Zeit stillgelegt. Hier oben war ich noch nicht. Gucken wir mal, ne? Oh, hier geht's auf jeden Fall raus, ne? Ja. Lieutenant Weaver, hier ist St. John. Ich hab den Zinnober, den Sie wollten. St. John, gut, gut. Ich bin fast so weit. Oh, Moment! Kann ich helfen, Lieutenant? Weaver, mein Isopropylalkohol ist alle. Hast du noch was? Ja, ich hab noch eine Flasche Wodka im Zelt. Komm doch vorbei. Mann, du gibst ja nie auf, oder? Lass dich mal wieder blicken. Leck mich! St. John, ja, tut mir leid. Jedenfalls, ja, bring das Erz so schnell wie möglich her. Ich hab noch mehr Aufträge für dich. Viva Ende! Ich hab so ein bisschen die Befürchtung... Oh, guck mal da oben. Ein Nero-Signal? Hier drin? Dass hier eine Horde normalerweise drin ist. Ein Rekorder. Oh, ein Mikrorekorder. Mein Hallo. Gott, was für ein Brocken. Ja, ja. Ja, absolut. Feldnotiz 2072. Wir sind an Position 69 der... Wo sind wir? In der Lost Cabin Mine. Vielen Dank. In der Lost Cabin Mine. Wir haben ein Exemplar Homo sapiens mutans corporosus mithilfe von 10.000 Milligramm Ketamin eingeschläfert. Mit Verweis auf Feldnotiz 2071, in der 6.000 Milligramm gerade genug waren, den Homo sapiens mutans albino zu betäuben. Wir haben dieses Subjekt von seinem Primärhabitat in den Gebäuden nördlich des Crater Lake verfolgt. Soweit ich weiß, war es das Besucherzentrum dieser Mine. Derzeit haben wir keine Theorie bezüglich der Migrations- und Lebensgewohnheiten des Subjekts, oder? Oder darüber, wieso es so verdammt groß ist. Gibt es dazu eine Theorie? Ja, die haben wir tatsächlich. Echt jetzt? Ja, Bluttests haben gezeigt, dass Homo sapiens mutans corporosus extrem erhöhte Mengen anaboler Steroide aufweisen. Moment, Sie meinen, Sie waren vor der Infektion vollgepumpt mit Doping? Im Grunde genommen, ja. Nicht, dass alle Bodybuilder oder Athleten gewesen wären, die synthetische Androgene nahmen. Einige hatten bestimmt natürlich erhöhte Werte. Das Resultat ist dasselbe. Ja? Und das wäre? Die können Sie in der Luft zerreißen. Kommen Sie, packen wir die Proben ein und verschwinden wir von hier. Also diese großen... Aufgepumpte Freaks. Na, großartig. Ein Injektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. Gut. Diesmal nehme ich nochmal wieder Konzentration, weil das echt praktisch ist. Dann schlafe ich wenigstens nicht ein. Genau. Geht mir auch mal so. So, gab es sonst noch was hier oben? Ich glaube nicht. Oh, Schnee. Okay. Hoffen wir mal nicht, dass so ein Riesenviech jetzt ankommt hier. Würde mich jetzt nicht wundern. Ich hole mir nochmal eben die Munde. Ich glaube nämlich, dass die alle war. Wir haben zwar gerade schon einen gefunden, aber weiß nicht, ob das reicht. Oh ne, sind Max
sind einfach Max. Ich guck mal, ob wir noch irgendwo nachladen können. Nee. Alles gut. Dann nehmen wir mal einen Sprit mit. Sprit kann man immer gebrauchen. Den hat er jetzt echt da drin gelassen. Ist nicht dein Ernst, oder? Ha! Müssen wir aus dem Fenster werfen? Ah, komm schon. Okay. Ah, okay. Mal gucken, was passiert. Ach Mann. Na, dann lassen wir es halt. Ein Versuch war es wert. So, dann mal wieder zurück, ne? Aber hier sind definitiv Horden unterwegs. Die bestimmt in diesen Höhlen schlafen. Können wir da runtergemusst? Ich glaube schon. Gibt's eigentlich auch mutierte Hirsche? Das wäre mal was. Junge, mach mich nicht schwach. Ich muss nachladen. Hör auf, da rumzurennen, du. Was ist das? Okay, nur einer. Oh, haben wir schon. Aber gut getroffen. Okay. Oh, hier gibt's Sprit. Sehr schön. Ist das noch was Schönes? Noch was zum Molly bauen. Nehmen wir mit. Was haben wir da noch? In dem anderen Haus war noch ein bisschen mehr. Oh, immer dieses... Stuff. Da sage ich nicht nein. Okay. Was haben wir noch? Ah, oh, drei Viertel noch. Das sollte reichen. Hier wird es ein bisschen schöner von der Landschaft.
Ja, jetzt kommen wir wieder zum Crater Lake zurück, ne? Heißt der so? Ich glaube schon. Ja, ist schon echt imposant, wie groß das ist. Lieutenant. Nee, Mann. Lass den Scheiß vor der Tür. Nein. Ich meine den Armeescheiß. Oh, okay, ja. Ich glaube, das wollten Sie haben. Okay. Ja. Ja, das ist toll. Hey, warte mal eine Sekunde. Hier. Styropor. Ja, du weißt schon, sowas wie Styroporbecher, Verpackung, so ein Scheiß ja, halt. Kapiert. Hey, Mann. Sag mal, wie lief's denn? Mit der Hexe von Wizard Island? Sie meinen Lieutenant Whittaker? Ja. Mann, du solltest den Scheiß doch vor der Tür lassen. Das wäre alles, Corporal. Das wäre alles. Okay, Mission abgeschlossen. Lass den Scheiß vor der Tür. Wizard Island. Ein guter Soldat. 44%. Souvenirs, Storyjob. Machen wir den doch direkt hinterher. Macht das Kopfgeldziel aus, wenn ich Anderson. Mr. Anderson. Ich werde drehen hier. Hallo? Ja, oder so. Oh, nicht dagegen fahren. Alles gut. Rechts, links, links. Okay. Weg da. Weg da. Meter. Den ganzen Scheißweg zurück. Wenigstens Tag. Fleisch! Na egal. Oh! Was ist denn da los? Ja, hab ich gesehen, du Drecksköter. Hey, Styroporbecher! Da ist nichts drin. Oh, schöne Mauer. Was steht denn da? Steht da was auf der Haube? Lopez Family was here. Okay. Wer zum Teufel ist Lopez? Wieder was Neues? Eine neue Storyline oder so? Ja, mal sehen.